So, jetzt machen wir eine kleine Rundfahrt hier mit einem Velo-Taxi. Ja, wir sind gerade am Brandenburger Tor und ja, mein Freund Rambo fährt Batman. Ja, da ist er. Ja, das ist Rambo. Jawohl. Ja, er macht ja gerade eine schöne Tour durchs Brandenburger Tor. Ja, mal die Zeit kann ich mal schön nutzen, um meine ausländischen Freunde, die ja enorm hoch sind. Ich habe sehr, sehr viele ausländische Freunde, die sich so ein bisschen Sorgen machen, ja, dass ich rechts abrutsche oder hier ein angeblicher Nazi bin. Natürlich bin ich das nicht. Ja, ich bin ja ein totaler Multikulti-Fan. Bin jetzt auf dem Weg hier durchs Brandenburger Tor. Boah, Hammer, Hammer. Und denk an meine ausländischen Freunde. Nochmal ein ganz klares Statement. Ja, ich stehe komplett hinter euch. Ist doch logisch, Mann. Ich bin ja mit euch allen aufgewachsen. Ich mache mir eben halt nur Sorgen über die Flüchtlingswelle, die 2015 hier rübergeschwappt ist. Ja, davon sind ja Minimum, ich untertreibe, ja. Ich übertreibe nicht, 50% gar keine Kriegsflüchtlinge, sondern die sind einfach rübergehüpft, um unser Sozialsystem hier zu vergewaltigen und um Angst und Schrecken zu verbreiten. Und da müssen wir natürlich gegensteuern. Wer hier denn von diesen Flüchtlingen seit 2015 schwerst kriminell ist, gegen unsere Gesetze verstößt, Angst und Schrecken verbreitet, der muss natürlich schnellstens unser Land verlassen. Und ich rede, so ist das. Ja? Rembo sagt auch, so ist das. Und nicht unsere Leute, die hier integriert sind, die ja, Deutsche mit Migrationshintergrund sind. Das sind ja Deutsche, die sollen ja nicht Deutschland verlassen. Die sind doch gar nicht gemeint. Ich rede von der Flüchtlingswelle. Da haben wir einfach zu viele Kriminelle. Und die Regierung muss hier wirklich schnellstens sich was einfallen lassen, dass hier enorm schnell entsprechend auch die Leute Deutschland verlassen müssen. Ja, also Berlin ist einfach ein Traum. Einfach ein Traum. Wahnsinn, ey. Rambo, sag doch mal was. Ja, das hier, der Rambo. Das ist Rambo. Ja, der fährt gerade Batman durch Berlin. Ja, er macht sich auch so ein bisschen Sorgen über, ja, natürlich, dass viele Flüchtlinge hier ja, kriminell wären und einfach unser Sozialsystem komplett missbrauchen. Das brauchen wir nicht. Ja, wir wollen hier alle friedlich miteinander in Harmonie leben. Und wer das nicht möchte, hier verlassen. Genau, der soll Deutschland verlassen. In diesem Sinne, meine Freunde, meine ausländischen Freunde, macht euch keine Sorgen, ich stehe hinter euch. Peace and respect for all cultures. Oh, der Sinn. Oh, schrecklich, muss meine Finger wieder machen. Öptüm, Öptüm, Salam. Okay.